Kann dieses Game Capture bitte mal groß werden? Dankeschön. Sehe ich nämlich nichts. Cool, dass die ganzen Dinger eigentlich fast gar nichts bringen sollen. Thank you.
die das manchmal? Zumindest gehe ich mit mehr Leben diesmal da rein. Aber ernsthaft frage ist, so, Toshi, jetzt erklär mal. Warum? Oh,
ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village, gave us life, strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Our home was crumbling, and the people looked to me for answers. I failed them, and could only watch as life drained from the village. We should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Down the staff, Toshi. I will end this suffering. Why are you punishing us? Must die. Why? Tell me. Don't turn your back on me. Listen to me. Once told me, change was an essential part of life.
He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions. And I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? I'm sorry, Itoshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Wow. Warte mal, kann das sein, dass wir selber vielleicht auch schon Geist sind? Maybe? Und dass das gar nicht unsere kleine Schwester oder whatever war? Goodbye, little friend. Schön, schön. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Außer das Kena Bridge of Spirit in Ember Lab richtig, richtig gut war.
Einzige, was mich jetzt gerade so ein bisschen ärgert, ist, dass ich vergessen habe zu recorden. Muss ich das Ganze. Das Ganze nachher mal zurechtschneiden. Naja, passt ja. Kann ich früh ins Bett gehen heute? Oder früher? Haben einen glorreichen Sieg hinter uns. Story kennt man zwar, aber sie ist schön umgesetzt. Und ich glaube, das ist von Amber Lab das erste Spiel, oder? Zumindest wenn man auf deren Seite geht, wo ich gegangen war, gab es nur China. Kann man, glaube ich, mal ein Auge drauf werfen auf die Dudes. Und einfach nur gespannt sein, was sie noch so raushauen werden in Story Games. Und den ganzen anderen Gedösel, so die ein oder andere Trophäe, werde ich eventuell auf Stream machen. Oder so, mal gucken. Für so zwischendurch. Einmal Joker Winangu. So sind die Titel. Business Development. Manchmal Namen bei, wa? Blanchette Lorin. Ja, moin. Nein. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und vielleicht werden wir demnächst noch was anderes zocken. Mit Sivo dann zusammen auch in so einem selben Stil. Generell möchte ich mal schauen, dass wir mehr so eine Story-Dinger spielen. Macht daher doch Spaß. Aber weil ich mir fett hinter die Ohren schreiben werde, ich werde nichts mehr auf hart spielen. Oder mittel. Ich werde den Zen-Modus wählen. Und Zen-Modus ist Zen-Modus. Und Zen-Modus ist das Einfachste, was geht. Für Leute wie mich, die einfach so schlecht in einem Spiel sind, ist das, glaube ich, dann die richtige Wahl, wenn man einfach nur die Story auch genießen möchte. Danke fürs Spielen. Danke für das Spiel.